Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch zur Ziehung der Ausgangssperren. Außerdem gibt es Arbeitslosenzahlen und ich zeige euch, wie uns das Virus an der Nase herumführt und ganz gemein austrickst. Das alles in diesem Video. Bleibt dran. Unsere Politiker wissen am besten, wie man das Kind hier schaukelt. Sie geben sich Mühe. Ich würde sagen, 150% Leistung. Noch effektiver als BioNTech jetzt in der neuen Studie mit Kindern. Aber ja, es ist, sie machen und machen und sie wollen wirklich sie mit aller Härte. Und dennoch werden sie immer wieder ausgetrickst. Ja. Aber bevor wir zu dem genialen Trick kommen, der hier angewendet wird, um die Politiker ad absurdum zu führen und die Menschen an der Nase herumführt und knechtet, schauen wir erstmal auf die Maßnahmen, die uns alle schützen werden. Und das ganz große Trendthema sind die Ausgangssperren bzw. natürlich Ausgangsbeschränkungen. Ich weiß nicht, einige Zeitungen schreiben einfach Ausgangssperren, aber wie ich eine Nachbarin auf der Straße traf und gesagt habe, Mensch, das mit den Ausgangssperren, na, das ist doch eigentlich schon schlimm. Und sie sagte, wieso Ausgangssperren? Es sind doch nur Ausgangsbeschränkungen. Ja, und ich finde, so muss man das sehen. Na, das ist halt eine kleine Beschränkung, das ist eine kleine Regel, das ist halt so. Ja? Du rennst ja auch nicht einfach so über die Straße, du gehst ja über den Zebrastreifen oder über die Ampel. Also bitte halt dich doch einfach dran und dann haben wir das ja auch rucki-zucki erledigt. Ja, und ich habe, schauen wir mal rein in die Ziehung der Ausgangsbeschränkungen ohne, sagen wir mal, Garantie auf Vollständigkeit. Es kann sich sein, dass in diesem Moment noch neue Beschränkungen dazukommen. Ja, als erstes schauen wir hier nach Niedersachsen. Niedersachsen, das ja, Bundesland ist extrem fleißig. Also da wird das Thema wirklich jetzt ernst genommen. Das ist Stand heute 13 Uhr. Cloppenburg, Peine-Zelle, Emsland, Wesermarsch, Salzgitter, Osnabrück, Oldenburg nur teilweise und Region Hannover haben die Ausgangs Sperren, wie es hier die Kreiszeitung schreibt. Hier sehen wir es also wirklich. Finde ich jetzt eine Sauerei. Wahrscheinlich gendern die auch gar nicht richtig in dieser Zeitung. Und es fällt auf, 21 bis 5 Uhr, außer in Hannover. In Hannover ist es, ja, also da kann man noch mal richtig einen drauf machen bis 22 Uhr abends schön in die Bar, Disco, Kneipe, Restaurant. Aber danach ist dann auch wirklich Schicht bis morgens um 5. Das gilt jetzt erstmal, ich glaube, bis zum 12. April. Ist jetzt hier nicht mehr genau dazu geschrieben, aber so Pi mal Daumen. Ach, hier steht es ja immer dabei. 12., 18., 13., 18., überall anders. Auch interessant, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ja, das entdecken wir hier gerade live. Ja, das ist Niedersachsen und in Hessen haben wir die Stadt Offenbach. Vom 31., also schon heute, heute Abend geht es da endlich los. Und ab 1. April Groß-Gerau, auch die guten Zeiten von 21 bis 5 Uhr. Das ist fast bundesweit einheitlich, wie wir sehen, nur nicht in Hannover. Die große Stadt im Norden, Hamburg, zieht natürlich nach. Hier die Big Mac-Werbung. Es ist der Big Mac, der kostet jetzt nur 2,22 Euro. Eins der einzigen Restaurants, was noch offen hat. 21 bis 5 Uhr ab Karfreitag, großzügigerweise erst ab dem 2. April. Das wird jetzt erstmal ja, voraussichtlich bis zum 18. April durchgezogen. Aber wir schauen mal weiter. Das ist die Eindämmungsverordnung. Und ja, wir brauchen unbedingt da die Schnellteststrategie. Das ist ein großartiges Ding, obwohl das hat sich in Hamburg wahrscheinlich noch nicht umgesprochen, eingesprochen oder wie heißt das? Rumgesprochen,
Ja, das ist nämlich der Trick, zu dem wir ja gleich noch kommen. Ja, man fragt sich jetzt, warum ist so eine Ausgangsbeschränkung eigentlich so wichtig und so effektiv für die Menschen? Ich meine, natürlich, viele Leute wissen, wenn Merkel das sagt, dann muss das gut sein. Denn wir tun jetzt einfach mal das, was die Merkel sagt, ja? Einfach mal wieder. Sie hat ja auch nochmal betont, ihr wisst ja, es war ernst damals. Muss ich etwa nochmal eine TV-Ansprache machen? Nein, es reicht ein Interview bei Anne Will. Ich habe ja darüber berichtet. Guckt einfach hier auf die Infocard, könnt ihr euch das noch angucken. Anne und Angie in Love. Ja, warum sind Ausgangssperren so wichtig? Ja, weil natürlich viele Leute sonst draußen herumlungern, vor allem die Arbeitslosen. Hier die Arbeitsmarktbilanz, ja, fast eine halbe Million Jobs vernichtet. Das sind harte Worte. Ja, das ist natürlich die Bild-Zeitung, übertreibt hier natürlich total. Ja, also es ist ja gar keine halbe Million, es sind ja nur 492.000 und ja, mehr als im Vergleich zum Vorjahr. Es gibt natürlich noch ein bisschen was an Kurzarbeit. Das ist jetzt hier nicht so hundertprozentig transparent. Ich habe versucht, das rauszufinden. Also die Daten der Bundesagentur für Arbeit im Januar waren es noch 2,85 Millionen Arbeitnehmer in Kurzarbeitergeld. Ja, und dann ist vermutlich ein Wunder geschehen. Vermutlich die großzügigen Lockerungen, die ja jetzt 2 Wochen stattfanden, wo ja die Leute einfach alle nur noch eingekauft haben. Das war ja ein absolutes Konjunkturpaket. Ihr wisst, wie ich das meine. Und jetzt sieht man hier, im März bis zum 25. März nur noch 197.000 Personen. Also das ist wirklich mal ein Kurvenverlauf. Ja? Man kann so sagen, ein exponentieller Fall von Zahlen von 2,8 Millionen auf 197.000. Also im Grunde genommen Kurzarbeit überhaupt gar kein Thema mehr. Ja, man fragt sich, woher diese Zahlen jetzt kommen, aber wir werden mal sehen. Vielleicht steigt es ja dann wieder an, ne? Also wir wollen ja hier auch niemanden beunruhigen, aber diese ganzen Arbeitslosen, die jetzt hier rumrennen und ihre neue gewonnene Freizeit vielleicht noch nutzen wollen, abends bei ja, einem Operbesuch oder in der Bar oder auf der Reeperbahn oder im Bordell, was auch immer. Die ganzen Sachen, die man natürlich alle so gerne macht, ja, die dürfen natürlich nicht raus. Deshalb brauchen wir eine Ausgangssperre. Ja, also bitte akzeptiert das. Aber jetzt kommt's dicke. Das Virus trickst uns aus. Halle in Sorge, wurde man trotz Impfung zum Superspreader. Der Oberbürgermeister, parteilos der Stadt Halle-Saale, Bernd Wiegand. Er ist schockiert, ihm stehen die Haare zu Berge, kann man sagen. Ja, ein Mann soll in einer Klinik unwissentlich Patienten angesteckt haben, obwohl er zweimal geimpft worden ist und ohne Symptome gewesen sei. Ja, also da kann man mal sehen, wie gefährlich das ist, ohne Symptome zu sein. Und das, obwohl er sich zweimal hat impfen lassen. Also ich hoffe natürlich mit dem gleichen Zeug, Pieks Deluxe, man weiß es nicht, steht leider nicht dabei. Das ist wahrscheinlich aus Copyright-Gründen, wird das hier verheimlicht. Der ärztliche Direktor schildert dem Oberbürgermeister zuvor den unberuhigenden Fall. Neben zwei Impfungen sei auch ein Schnelltest, der heilige Schnelltest für unsere Strategie, bei dem Mann negativ gewesen. Dennoch hat ein PCR-Test ergeben, dass er hoch ansteckend sei, doch damit nicht genug. Im Krankenhaus soll er Patienten angesteckt haben. Das heißt also, es ist einfach wirklich unglaublich tragisch. Und wir merken, also die normalen Werkzeuge, die wir hier benutzen, um so eine tolle Politik zu machen, die uns alle noch am Leben erhalten hat, scheint hier jetzt ausgetrickst worden zu sein. Das ist wie bei Jurassic Park, wo die Dinosaurier dann irgendwann dazulernen, ja, und klüger werden. Und genau so verhält sich hier das Virus. Wahrscheinlich ist das Virus inspiriert von diesem Film. Man soll trotz Impfung hoch ansteckend sein. Bei dieser Person hat am Ende aber ein PCR-Test enorm hohe Virenlast zum Vorschein gebracht, sodass die Person womöglich völlig unwissentlich zum Superspreader geworden ist. Gottes Willen, wo ist dieser Mann überall gewesen? Halle,
Ich weiß nicht, ob Halle jetzt einen Lockdown macht oder beziehungsweise eine Ausgangsbeschränkung. Müssen wir nochmal nachgucken. Er nimmt den Bericht aus der Klinik sehr ernst und appelliert an die Bürger, tatsächlich Abstand zu halten und auf nichts zu vertrauen. Das ist der zentrale Satz. Ich finde das unheimlich wichtig, dass der Bürgermeister das hier auch nochmal gesagt hat. Es ist ein Würfelspiel, es ist ein Würfelspiel und es kann immer mal wieder so oder so ausfallen. Und ja, es ist egal, was wir machen. Wir haben die gleichen Kurven wie Schweden und das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Also nochmal der Satz, ja. Also tatsächlich Abstand zu halten. Also endlich mal Abstand halten, wirklich. Und auch bitte Hände waschen. Und auf nichts zu vertrauen. Auf nichts zu vertrauen. Ja, das finde ich gut. Das sollte man auch auf T-Shirts drucken. Nichts vertrauen, aber auch nichts hinterfragen. Der ärztliche Direktor habe ihn gebeten, seinen Bericht an die Öffentlichkeit weiterzutragen. Das ist sein Bericht. Das Virus trickst uns aus, zitiert der Oberbürgermeister. Das Virus hat offenbar eine neue Strategie. Es hat eine neue Strategie und umschifft alle Abwehrmaßnahmen, die wir bisher hatten. Es ist eine völlig neue Situation. Unglaublich. Unglaublich. Das ist ganz, ganz heißer Scheiß. Ich muss irgendwie an Albert Einstein denken, der ja angeblich gesagt hat, es ist Wahnsinn, immer wieder das Gleiche zu tun oder ein anderes Ergebnis zu erwarten. Tja. Also ich schlage immer noch vor, dass man rote Socken anzieht. Wenn man rote Socken anzieht, hat das ungefähr die gleiche Effektivität wie die Maßnahmen bisher, nur dass die Kollateralschäden geringer ausfallen. Ja. Kollateralschäden sind natürlich Schweißfuß, Käsefuß und unheimlicher rote Sockenmangel. Aber ansonsten wäre das sicherlich auch angebracht. Vielleicht können wir das dann nach dem 18. April nochmal anstoßen und darüber nachdenken. Also, die Impfung kann keinen hundertprozentigen Schutz bieten. Es ist eher so fiddy-fiddy. Neue Erkenntnisse. Doch es sei alarmierend, dass ein Mann vermutlich trotz Impfung ein Superspreader sein könnte und damit für andere eine Gefahr. Ja, also ich wollte euch das nicht vorenthalten und wir werden hier nochmal den letzten Satz sehen. Die genauen Hintergründe in dem Fall sind derzeit jedoch unklar. Genau wie die Frage, um welche Mutante es sich in diesem Fall handelt. Ja, es ist ein hochintelligenter Virus und da kann die Politik kaum oder nicht ansatzweise mithalten. Also seid gewarnt, vertraut auf nichts. Nehmt diesen Bürgermeister ernst. Er ist nicht ohne Grund parteilos, denn er vertraut auf nichts. Macht was draus. Spread the word. Liebe Grüße, euer Dave. Ciao.